Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ihr seid hier bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal, zu allem rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft. Sie steht wieder an, die schönste Zeit im Brettspieljahr. In wenigen Wochen beginnt die Spiel 2024 in Essen und es kommen wieder unglaublich viele neue Spiele heraus. Dabei kann es nicht nur schwierig, sondern auch recht zeitaufwendig sein, herauszufinden, welche Spiele da so kommen und was einen auch noch interessieren könnte. Wie schon in den letzten Jahren möchte ich euch mit meinen kurzen Überblicksvideos ein wenig Orientierung bieten und einen kleinen Teil der Spiele zeigen, die in diesem Jahr erscheinen werden und was man bereits so über sie weiß. Dabei zeige ich euch natürlich viele Spiele, die ich persönlich interessant finde, aber auch spannende Titel darüber hinaus. Geplant sind zunächst 5 Videos, 4 dazu über neue Spiele und eines dann nochmal speziell zur Erweiterung. Ungefähr eine Woche vor der Messe werde ich dann aber nochmal 1 oder 2 Videos nachschieben, denn bis dahin kommen bestimmt noch einige interessante Ankündigungen dazu. Viele Verlage haben da jetzt halt noch nicht ganz so viel bekannt gegeben und ich bin im September halt auch noch ein wenig im Urlaub, deswegen wird es da eine kleine Lücke geben. Abonniert auf jeden Fall schon mal den Kanal, um nicht zu verpassen. Das würde mich sehr freuen. Und bevor es jetzt endlich losgeht, noch einen letzten Hinweis. So viel Mühe ich mir bei der Recherche auch gebe, so können sich Details leider doch immer noch mal ändern oder irgendwo falsch eingetragen sein. Die Angaben zu den Preisen und Standnummern sind daher leider immer ohne Gewähr. Gerade bei der Verfügbarkeit kann sich aber gerne noch mal was ändern, zum Beispiel weil Spiele im Zoll hängen bleiben. Nun aber auch schon genug der Vorrede. Lasst uns loslegen mit meiner Vorschau auf die Neuheiten zur Spiel 2024. Ja, und los geht es mit einem Spiel von Johan Levitt, dem Autoren von The Turing Machine. Und von dem kommt in diesem Jahr die deutschsprachige Auflage von Archaeologic. In diesem Deduktionsspiel wurde eine mysteriöse Stadt in den Bergen entdeckt, die aber erst untersucht werden kann, wenn die Gebäude der Stadt und die sie umgebenden Fallen korrekt identifiziert wurden. Um vor allen anderen die richtigen Positionen zu finden, benutzen die Spielenden das Archaeoscope. In dieses können Fragen eingegeben werden, die zwar alle mitbekommen, aber die Antworten erfährt nur die aktive Person. Nachdem er letztes Jahr das ja doch einigermaßen ähnlich angelegte Tiwanaku doch überraschend gut gefallen hat, könnte das hier ein Blick wert sein, vielleicht ist es aber auch ein Spiel für den Philipp. Ob das Spiel rechtzeitig bei Hoch ankommt, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme allerdings leider noch nicht ganz klar gewesen. Ein zuletzt sehr gefragtes Spiel ist Arx von Cole Verle, ein Cypher-Spiel mit einem nach eigener Angabe dunklen, aber auch etwas albernen Universum. Das Spiel ist ein kartengesteuertes 4X-Spiel, es geht also um Erkunden, Ausbreiten, Ausbeutung von Ressourcen und den Kampf. Kämpfe werden je nach Art des Angriffes mit verschiedenen Würfeln ausgetragen. Da ist man mal etwas mehr im Risiko, mal weniger. Man kann aber vielleicht auf weniger oder mehr Schaden anrichten. Drumherum müssen dann Infrastruktur auf- und Ressourcen abgebaut werden. Zudem kann man verschiedene Ziele erfüllen. Die Meinungen zum Spiel sind bislang überwiegend positiv und viele YouTuber sind begeistert davon, unter anderem auch Ben vom Brettspielblog. Ich persönlich interessiere mich null für das Spiel, denn direkter und gerade kämpferischer Konflikt in Brettspielen reizt mich eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Daher wird Arx kein Spiel für mich sein oder das ich mir genau angucken werde, aber angesichts des offenbar großen Interesses wollte ich es hier nicht ungenannt lassen. Vielleicht mögt ihr sowas ja. Dass das Spiel optisch sehr an das beliebte Root erinnert, ist übrigens kein Zufall, denn Cole Verle ist bei beiden Spielen der Autor und die Illustrationen stammen auch in beiden Fällen von Kyle Farren. Bei Spielworks wird später auch eine deutsche Version erscheinen. Geplant ist da ein Release im 2. Quartal 2025. In Around the World in 80 Days wollen die Spielenden es wie in der Romanvorlage von Jules Verne schaffen, im 19. Jahrhundert einmal um die Welt zu reisen. Dafür muss man Ressourcen und vor allem die Zeit gut einteilen und eine bestmögliche Reise planen. Dabei gilt es, die passenden Reisemethoden zu wählen und mit Abenteuern entlang des Weges fertig zu werden. Genaue Infos oder Bilder über das Coverbild zumindest hinaus fehlen leider noch, wenn ich dieses Video aufnehme, aber beim spanischen Verlag Looping Games gibt es immer wieder sehr interessante Spiele in überraschend kleiner Verpackung. Meiner Meinung nach lohnt es sich bei denen auch immer mal wieder schnell zu sein, weil sie häufig nicht unendlich viel Ware dabei haben und es die Spiele eigentlich nie so richtig auf Deutsch gibt. So, dann das nächste Spiel ist Babylon und mit Babylon kommt ein Spiel für alle Hobbyarchitekten und Architektinnen. Die Spielenden bauen hier aus Säulen, Terrassen, Treppen, Brücken, Statuen und Brunnen auf dem eigenen Tableau ihren mehrstöckigen Entwurf für die Gärten von Babylon.
Die Bilder zum Spiel, das findet ihr natürlich alles bei BoardGameGeek, die Links in der Videobeschreibung, sehen schon echt nett aus und versprechen eine interessante Puzzlei und eine fantastische Tischpräsenz. Spielerisch muss ich natürlich noch zeigen, ob das Versprechen eines zugänglichen, aber auch für Vielspieler interessanten Titels sich bewahrheitet oder ob es doch nur eine Materialschlacht wird. Ich hoffe, dass das gut wird, weil ja, es wäre schon schön. Bei Skelle Games ist dieses Jahr die deutsche Version von Bamboo erschienen und wird natürlich auch in Essen dabei sein. In diesem Kennerspiel von Bitoku und Sabika-Autoren Hermann P. Milan richtet man als Familie von Bambusbauern das eigene Haus nach Zen-Prinzipien ein, muss für Nahrung sorgen und den Waldgeistern huldigen, um deren Gunst zu erringen. Ich habe es mir letztes Jahr bereits auf Englisch bei Devir geholt und finde es ein wirklich nettes Spiel mit wunderbaren Illustrationen und einem sehr kreativen Aktionsmechanismus, das ich ja wirklich auch sehr empfehlen kann, jetzt halt eben auch in der deutschen Version. Mit Beyond the Horizon kommt bei Cranio Creations der Nachfolger zum äußerst beliebten und zwar etwas dröge aussehenden, aber spielerisch wirklich spannenden Beyond the Sun. Thematisch ist es diesmal ein Zivilisationsspiel, bei dem die Spielenden ihre Zivilisation von der Antike bis in die Gegenwart voranschreiten lassen und allerlei unternehmen können, unter anderem auch auf einer wachsenden Landkarte. Mechanisch wird einiges vom Vorgänger übernommen, vor allem was die Erforschung von Technologien und die Produktion von Ressourcen angeht, aber die Autoren versprechen, dass viel, viel Neues dabei sein wird und nach einem Blick ins Regelheft, das es bei BoardGameGeek schon zum Download gibt, würde ich vermuten, dass Beyond the Horizon eine ganze Ecke komplexer sein wird als der Vorgänger. Eine deutschsprachige Version soll übrigens Ende des Jahres dann beim PD-Verlag erscheinen. Wer also keine englischen Texte haben will, muss da nur ein klein wenig mehr Geduld aufbringen, um es dann auch direkt auf Deutsch zu bekommen. Uwe Rosenberg darf bei den Essen-Neuheiten natürlich auch nicht fehlen und von ihm und Tilo Loren zusammen kommt dieses Jahr bei Feuerland Black Forest heraus. Wie der Name natürlich schon andeutet, sind die Spielenden hier im Schwarzwald unterwegs, wo man Gebäude und Landschaften bauen, allerlei Ressourcen produzieren und dann ja eben auch weiterverarbeiten kann, sowie die Effekte von speziellen Handwerkern nutzen kann. Fans von den gehobenen Kennerspielen Rosenbergs werden hier bestimmt voll auf ihre Kosten kommen, mit vielen Plättchen, speziellen Produktionsrädern und ein wenig Worker Placement. Bei mir steht das Spiel ehrlich gesagt nicht so hoch in der Prioritätenliste, denn mich begeistern die Rosenberg-Spiele selten nachhaltig, aber eine Gelegenheit zum Ausprobieren wird sich sicher irgendwann mal ergeben. Ein paar deutschsprachige Videos, in denen das Spiel schon kurz vorgestellt wird, gibt es bereits und bis zur Messe werden da bestimmt noch welche dazukommen, wenn ihr euch näher informieren wollt. Auch da empfehle ich immer mal bei BoardGameGeek nachzuschauen, da werden sehr, sehr viele Videos dann eben auch dazu eingetragen. Einen Preis konnte ich zum Zeitpunkt der Aufnahme hier allerdings leider noch nicht herausfinden. Solche Sachen, die vielleicht noch fehlen, werde ich dann später ergänzen, wenn ich sie noch in Erfahrung bringen kann. Weiter geht es mit Die Blumenstraße vom Barcelona- und Arborea-Autoren Dani Garcia. In diesem Kennerspiel geht es vor allem um die Tulpenzucht in den Niederlanden. Mechanisches Kernelement sind die Aktionsräder, die jeder Spieler und jede Spielerin für sich bedient, um verschiedene Aktionen auszuführen. Mit Upgrade-Möglichkeiten für die eigenen Räder kann man dies dann auch noch ganz für sich anpassen. Mit den Aktionen pflanzt man dann Tulpen, baut Windmühlen, die die Tulpen wertvoller machen und erfüllt Aufträge. Englische Reviews des Spiels loben das flotte Gameplay und eben auch die coolen Aktionsräder. Auf Deutsch habe ich bislang nur das Video des Brettspiel-Dudes gefunden, der das Spiel einen Ticken zu locker fand, aber es Freunden von Ativa empfehlen würde. Meiner Erfahrung nach ist es mit den Möglichkeiten zum Anspielen und der Verfügbarkeit bei den Verlagen der B-Rex-Gruppe, zu dem eben auch hier Giant Rock gehört, in Essen häufig etwas schwierig. Daher habe ich hier auch den Originalverlag Board & Dice mitgenannt. Ich werde es mir vermutlich aber ohnehin nicht selbst auf das Spiel anschauen, da meine Niederlande-Fans Elke und Marcel sich auf jeden Fall das Spiel anschauen wollen. So kann ich das auf der langen Liste der Spiele, die mich interessieren, erstmal wegstreichen für die Messe auf jeden Fall und kann dann halt ein bisschen Zeit für anderes schaffen. Mit Cascadia Rolling Hills und Rolling Rivers kommen zur Spiel die deutschsprachigen Versionen der Roll-and-Ride-Spiele aus der Cascadia-Reihe. Natürlich geht es um Tiere und Landschaften, die man mit den Würfeln markieren kann, wobei es in jeder der beiden Versionen verschiedene spielerische Varianten gibt, die auch gemischt werden können.
Cascadia finde ich weiterhin richtig gut und Roll-and-Ride-Spiele mag ich eigentlich auch sehr gerne. Aber die Spielzettel, die ich bislang gesehen habe vom Spiel, sehen doch irgendwie ein bisschen langweilig aus, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und es gibt durchaus gemischte Meinungen zu dem Spiel. Ich werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren, aber eben auch wirklich erstmal ausprobieren, bevor ich es mir einfach kaufe. Mit Castle Combo von Gregory Grah und Mathieu Roussel kommt ein kleines Kartenspiel, das zu einem Fillerspiel-Klassiker werden könnte. Über 9 Runden stellen die Spielenden ein 3x3-Raster aus mittelalterlichen Figuren aus der Ober- und Unterstadt zusammen. In Karikaturenform kommen Adlige, geistliche Handwerker, Bauern, Soldaten und mehr mit Symbolen, Soforteffekten und Bedingungen für Punkte am Spielende daher. Die geben dann halt sofort Geld, dauerhafte Rabatte oder die nützlichen Schlüssel und geben Punkte für bestimmte Symbole neben sich oder wenn sie am Ende an der richtigen Stelle im Raster liegen. Dank Boardgame Arena konnte ich Castle Combo nun schon einige Male spielen und finde es als kleines, schnelles Kartenspiel zum cleveren Puzzeln einer kleinen Auslage wirklich gut. Die Optik muss man mögen, aber sonst hat das, wie gesagt, das Potenzial zu einem wirklich Fillerspiel-Klassiker zu werden und ich werde mir das auf jeden Fall besorgen. In Chandigarh sind die Spielenden als Stadtplaner unterwegs, um in den 1950ern die gleichnamige neue Landeshauptstadt des indischen Bundesstaats Punjab neu zu entwerfen. Mit der eigenen Architektenfigur bewegt man sich dazu durch das 4x4 Raster aus Stadtvierteln, um dort die passenden Gebäude zu errichten und die eigenen Projektziele zu erfüllen. Deutschsprachige Videos zum Spiel gibt es noch nicht, aber Rado, den ich sehr schätze, ist ziemlich begeistert. Da beim Originalverlag Ludonova immer wieder richtig gute Spiele herauskommen, werde ich da mal einen Blick riskieren. Zudem sieht das auch ziemlich hübsch aus. Ob die deutsche Version des Spiels es pünktlich zur Messe schaffen wird, steht leider noch nicht hundertprozentig fest, aber bei Strohmann Games gibt man sich da erstmal optimistisch. Einzig, dass man hier stark Bezug auf den französischen Architekten nimmt, der historisch in Chandigarh aktiv war, stößt mir persönlich etwas sauer auf, denn der war während des Zweiten Weltkrieges ein guter Freund des faschistischen Vichy-Regimes und schien sich davon auch nie ernsthaft zu distanzieren. Spielerisch muss einen das natürlich nicht stören, aber ich finde, sowas wirkt immer ja sehr geschichtsvergessen und apologetisch, finde ich immer ein bisschen schade, wenn man sowas macht. Aber sei es drum, spielerisch könnte das trotzdem sehr interessant sein und ich werde mir das ziemlich sicher mal anschauen. Mit Chartered Building Amsterdam kommt ein Spiel, bei dem ich schon zwei Niederlande-Fans im Kopf habe, Elke und Marcel, die ich vorhin schon erwähnt habe, die das interessieren könnte. Im frühen 17. Jahrhundert bauen die Spielenden Gebäude in der Stadt, gründen eigene Firmen und investieren in andere Unternehmen. Es fehlen noch echte Bilder vom Material und externe Meinungen zum Spiel, aber die Ausstattung könnte schon mal sehr nett sein. Schaut es euch unbedingt mal bei BGG an. Spielerisch muss man natürlich noch schauen, ob das was taugt. Es scheint von der Idee her jedenfalls sehr stark an das Spiel Charter The Golden Age von 2019 aus dem gleichen Verlag angelehnt zu sein, ist aber keine direkte Neuauflage, so wie ich das sehe. Als nächstes haben wir dann Chronofall at the End of Space and Time von Christian Schäfer-Scheidweiler und Stefan Scheidweiler. Und darin müssen die Spielenden gemeinsam dafür sorgen, dass die im All überall auftretenden Risse im Raum-Zeitkontinuum geschlossen werden, bevor das Universum durch den Chronofall zerstört wird. Mit dem eigenen Raumschiff müssen die Risse dafür erst erforscht werden, während man die interplanetaren Raumfrachter an ihnen vorbei navigiert, um den Handel am Laufen zu halten. Letztes Jahr hatte ich leider keine Zeit, das gehobene Kennerspiel als Demo schon mal auszuprobieren. Vielleicht klappt das ja jetzt dieses Mal, wenn es dann auch tatsächlich verfügbar ist. Die bisherigen Meinungen zum Spiel sehen sehr positiv aus, aber laut Matthias auf seinem auf kooperative Spiele spezialisierten Kanal Kobo ist das Spiel auch sehr herausfordernd, worauf man sich halt einlassen muss. So, und ja, die Wir und Phil Walker Harding sollte man immer im Blick haben, wie ich finde. Und so bin ich schon ziemlich gespannt auf Cities, bei dem die Spielenden in berühmten Küstenstädten wie New York, Buenos Aires oder Venedig neue Stadtviertel anlegen sollen. Gelände, Gebäude und allerlei mehr werden dabei über 8 Runden zusammengetragen und damit Stadtbauprojekte erfüllt. Klingt erstmal recht ähnlich zum vorher schon genannten Chandigarh-Spiel, aber spielen dürfte sich das jedoch deutlich anders und mutmaßlich auch nochmal etwas lockerer. Deutschen Content zum Spiel gibt es noch nicht, aber Rado ist in seinem Video begeistert und beim Dowstower ist man zwar ein wenig nüchterner, aber auch sehr zufrieden mit dem Spiel.
Eine deutschsprachige Version wird es von Cosmos geben, allerdings sieht es nicht so aus, als würde es die schon zur Spiel dieses Jahr geben. Daher würde ich mal auf das Frühjahr tippen, wo Cosmos dann öfters dann nochmal die lokalisierten Versionen von Spielen des Jahres rausbringt. Da es noch etwas Text auf den Karten gibt und man bei einem solchen Spiel ja auch mal Mitspieler dabei haben kann, für die das halt nicht so angenehm ist, wenn dann englischer Text auf den Karten ist, werde ich dann vielleicht sogar noch auf die deutschsprachige Version warten. Zum Abschluss haben wir noch einen richtig dicken Brocken, und zwar Civolution von Stefan Feld. Wie der Name schon andeutet, verwalten die Spielenden in Civolution eine Zivilisation, allerdings nicht wie üblich als menschlicher Herrscher oder menschliche Herrscherin, sondern als eine Art lokale Gottheit, die vor dem gesamten Kosmos unter Beweis stellen muss, dass sie das mit dem Erschaffen von Zivilisationen auch wirklich drauf hat. Man muss entscheiden, wie man die Zivilisation technisch, kulturell und evolutionär weiterentwickeln will und wie man sich auf der Karte ausbreiten will, also der Landkarte. Kämpfe zwischen den Spielenden wird es nicht geben, was ich sehr begrüße. Mechanisch geschieht das alles über Dice-Placement-Aktionen und natürlich werden Karten ausgespielt und das eigene Tableau bearbeitet. Sowohl bei Komplexität als auch bei Spieldauer, Materialmenge und Preis wird den Spielenden hier eine Menge vorgesetzt. Ich finde die thematische Prämisse des Spiels ein bisschen wild und die Gestaltung ein wenig dröge, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, will ich das Spiel unbedingt mal ausprobieren. Ersteindrücke gibt es unter anderem schon von Flo von Get On Board oder Christoph von der Brettspielbox. Bis zur Messe werden von den größeren Kanälen und Blogs aber sicherlich noch mehr Eindrücke zum Spiel dazukommen, weil ja, so ein Spiel wird da doch, glaube ich, sehr arg besprochen werden und ja, gute Verbreitung finden. Soweit aber erstmal zum ersten Teil meiner Spielvorschau zur Spiel 2024. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, das würde mich sehr freuen. Und falls ihr noch nicht dabei seid, abonniert auch gerne den Kanal und klickt dann am besten noch auf die kleine Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Video. Folgt mir gerne auch mal bei Facebook, Instagram, Blue Sky oder Twitter bzw. X, wo ich fast täglich Bilder und andere Beiträge poste. Bis wir uns hier oder auch an anderer Stelle wiedersehen, sage ich dann bis bald und ciao.